Liebe Freunde der AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie zu einem neuen Projekt der Hamburger AfD-Fraktion begrüßen zu dürfen. Seit vielen Jahren schon setzen sich Politiker verschiedener Parteien mit dem Islam und seinen zahlreichen Erscheinungsformen auseinander. Dabei hat man große Anstrengungen unternommen, um auf die politischen Herausforderungen zu reagieren, die sich aus der stetig anwachsenden Zahl von Muslimen in Deutschland ergeben. Immer wieder stand dabei die Frage im Mittelpunkt, wie der deutsche Staat islamische Gemeinschaften als Partner ansprechen und auch einbinden kann. Die Bundesregierung hat seit Jahren verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die in Deutschland lebenden Muslime trotz aller ethnischen, kulturellen und konfessionellen Unterschiede in die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Mit am wichtigsten war die Etablierung der Deutschen Islamkonferenz im Jahr 2006. Mit ihr sollten geeignete Ansprechpartner gefunden werden, um über die akuten Probleme zu beraten, die Migranten aus islamisch geprägten Ländern in zahlreichen Bereichen hier verursachten. Doch anstatt diesen Ansatz konsequent weiterzuentwickeln, hat die Bundesregierung im Laufe der Jahre immer stärker auf die sogenannten Islamverbände gehört, die sich selbst lautstark zu den Vertretern aller Muslime in Deutschland erklärten und bis heute das Recht beanspruchen, als legitime Partner der Politik akzeptiert zu werden. In dem Glauben, die Islamverbände seien an einer Integration in die deutsche Gesellschaft interessiert, ein Irrglaube, haben Bund und Länder schwerwiegende Fehler begangen. Dazu zählt gerade auch der Staatsvertrag, den der Hamburger Senat im November 2012 mit den Islamverbänden DITIB Nord, Schura und VIKZ geschlossen hat. Hamburg versteht sich dabei als bundesweiter Vorreiter eines inklusiven und integrativen Konzepts zur Integration von Muslimen. Der Senat blendet dabei konsequent aus, dass es sich bei diesen Vertragspartnern nachweislich um Organisationen handelt, die aus dem Ausland gesteuert werden und die, das kommt dazu, eine konservative islamische Theologie vertreten. Indem er diese mit weitreichenden Rechten bedacht hat, fördert er gerade nicht eine schrittweise Säkularisierung und Integration. Im Gegenteil, er befördert die schrittweise Durchsetzung islamischer Normen in Teilbereichen der Gesellschaft und läuft damit einer Integration geradezu zuwider. In den letzten 3,5 Jahren hat der Senat durch seine Untätigkeit bewiesen, dass er nicht willens ist, seine Fehler zu korrigieren. Stattdessen hält er unbeirrt an einem Staatsvertrag fest, der nicht die Lösung, sondern eine wesentliche Mitursache jener Fehlentwicklung ist. Die AfD weist unermüdlich auf diese Fehlentwicklung hin, indes der Senat, statt dagegen vorzugehen, bleibt bis heute untätig, sagt, man müsse laufend im Gespräch bleiben, sieht zu, wie vom Verfassungsschutz als radikal beurteilte Muslimverbände Hunderttausende an Euros Subventionen erhalten und sich zudem als unverhohlene Antisemiten erweisen. Gleichzeitig wundert er sich, dass das salafistische Spektrum ungehindert anwächst. Die Bilanz des Senats könnte verheerender kaum sein. Hatte es 2012 lediglich 242 Salafisten in Hamburg gegeben, lag deren Anzahl Anfang 2019 bereits bei 776. Das heißt, die Zahl hat sich in wenigen Jahren mehr als verdreifacht. In der Öffentlichkeit sind diese skandalösen Zustände immer noch weitgehend unbekannt. Aus diesem Grund hat sich die AfD-Fraktion mit dem Islamspiegel entschlossen, ein bundesweit einmaliges Forum ins Leben zu rufen, das die Bürger der Stadt Hamburgs künftig fortlaufend über die aktuellen Vorgänge der Islampolitik informiert und zugleich die Sacharbeit der AfD-Fraktion vorstellt. Als Vorsitzender der Hamburger AfD-Fraktion lade ich Sie hiermit herzlich dazu ein. Ihr Dr. Alexander Wolf.